Leute, ich blicke langsam tatsächlich nicht mehr durch. Was kommt tatsächlich in Season 19 für eine Legende? Gestern hat nämlich ein Apex Legends Animator etwas gepostet und einige vermuten dahinter, versehentlich oder absichtlich, müssen wir erst einmal irgendwo im Raum stehen lassen. Man vermutet, dass es ein Hinweis ist. Am 17. Oktober wird es einen Teaser geben, der uns dann wahrscheinlich endlich verrät, welche Legende es wird. Ich möchte kurz mal aufzählen, welche Legenden hoch im Kurs stehen, aber es scheint tatsächlich immer noch nicht fest zu stehen, dass es Conduit ist. Wir haben zum einen Conduit, die als allererstes geleakt wurde für Season 19. Dann war es Mali, die wahrscheinlich Mila heißt. Dann Malevolent, die wohl nie existieren wird. Das war die abgefreakte Story hinter der Zukunftstochter von Lifeline und Octane, die in die Zeit zurückreist und so weiter und so fort. Verrückte Geschichte. Wer das nicht mitbekommen hat, es lohnt sich vielleicht noch ein paar Videos zurückzuseppen, denn auch wenn das alles fake war und damit endet quasi die ganze Geschichte um Malevolent, dort reiße ich das an und einige Videos davor erkläre ich, wer das sein soll. Und da ging man ursprünglich davon aus, dass sie die nächste Legende sein wird. Diese Story, diese Hintergrundstory, die Fähigkeiten, die geleakt wurden, waren allesamt extrem geil, sodass es meiner Meinung nach einfach nur perfekt zu Apex Legends gepasst hätte. Aktuell müssen wir immer noch abwarten, ob das vielleicht tatsächlich doch stimmt, nur einfach später kommt, weil das ist immer noch nicht so ganz klar. Auf jeden Fall war es nach Malevolent wieder Conduit und jetzt ist es wieder Mila Alexander. Also Mali und Mila Alexander sind wahrscheinlich ein und dieselbe Person. Bevor ich jetzt gleich den Post zeige, ganz kurz noch: Ich habe vor einigen Wochen das Perk-System angerissen und ich habe es mir auf jeden Fall zur Aufgabe gemacht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 Videos wird in den nächsten Wochen noch zusätzlich von mir für Apex Legends geben, wo ich euch mal die ganzen Perks vorstelle aus der mobilen Version, die wohl dann tatsächlich ins echte Apex Legends kommen sollen. Ob das jetzt jeder feiert mit dem Perk-System, sei erstmal dahingestellt, aber ich möchte nochmal betonen, die Perks sollen dann nur für Public Games gelten und nicht für Ranked. Und da werden die Perks so einen intensiven Einfluss haben, dass die Legenden sich teilweise anders anfühlen, als wenn wir sie dann in Ranked spielen. Und da müssen wir mal noch abwarten, wie das nachher ausschaut. Denn es gibt bestimmte Perks, die kennen wir noch aus der Grundausstattung von Lifeline, zum Beispiel das Revive-Schild. Gibt es in der mobilen Version, gibt es dort auch als Perk. Kann natürlich sein, dass das dann in der Publix-Version mit den Perks wieder zurückkommt, aber in der Ranked-Version wird sie völlig anders zu spielen sein. Vor allen Dingen mit dem Rework, was ich letztens erst erzählt habe. Lasst euch da auf jeden Fall mal überraschen. Ich habe da richtig Bock drauf. Also es wird jetzt noch 14 weitere Videos geben über alle Legenden, die schon Perks in der mobilen Version erhalten haben. Und da sind ein paar richtig coole Sachen dabei. Jetzt komme ich aber wieder zurück zum Punkt. Ich zeige euch jetzt mal den Post von Moi Para, wahrscheinlich ein Spanier, Portugiese, Brasilianer, ich weiß es nicht so ganz genau. Der hat gestern etwas gepostet. Er hat sich nämlich gestern auf X zu Wort gemeldet und hat gesagt, er hat jetzt die letzten Animationen für Season 19 fertig und feiert sich dafür so ein bisschen selber, klopft sich auf die Schulter, kann man ja machen, er scheint ein bisschen was drauf zu haben. Und darunter kommt aber noch ein versteckter Hinweis, der die Stief- oder Halbschwester von Krypto zeigt, Forever Family mit dem Schriftzug, wahrscheinlich Forever Respawn, keine Ahnung, vielleicht ist es einfach nur, ich sage mal, so eine treue Bekundung für den Arbeitgeber, das kann alles völlig sein. Und jetzt vermuten einige, und ich werde nur eine Quelle jetzt einfach mal einblenden, er schreibt nämlich, ob absichtlich oder nicht, Mila Alexander oder Mali wahrscheinlich, wurde vom Apex Legends Animator selbst für die 19. Staffel bestätigt. Teaser vom 17. Oktober fragt mich nicht, woher ich das weiß. Und diese Quelle ist immer sehr genau. Ich glaube, der hat Insider-Kontakte zu einem Respawn-Mitarbeiter, weil der das hier immer postet, der ist wirklich sehr, sehr nah dran. Und das stimmt eigentlich fast immer. Deswegen müssen wir mal abwarten. Vielleicht wird es doch nicht Conduit. Ich glaube zwar trotzdem immer noch, dass es Conduit wird. Die Fähigkeiten sind auch alle nicht schlecht. Aber es gab tatsächlich Stand jetzt noch nie eine Season, wo wir wirklich so extrem im Dunkeln getappt sind. Klar, Revenant wurde released und kurze Zeit vor Release hat Respawn allen so ein bisschen eine Falle gestellt und hat behauptet, Forge ist die neue Legende mit irgendwelchen krassen Nahkampf-Wrestler-Fähigkeiten, was kreativ war
und richtig cool, so ein kleiner Arschtritt gegen die Leaker und Dataminer, die in den Quellcodes rumschnüffeln, um einfach zu zeigen, hey, es wäre doch cool, wenn ihr einfach die Finger davon lasst. Und deswegen finde ich es für Season 19 auf jeden Fall geil, dass wir alle nicht so wirklich wissen, woran sind wir denn jetzt, welche Legende wird es, sind es die richtigen Fähigkeiten, ja, nein, vielleicht, manchmal ist es gar nicht so schlecht zu wissen, nicht zu wissen, was passiert, um einfach vielleicht so einen fetten Überraschungsmoment zu bekommen. Deswegen müssen wir jetzt mal abwarten, Conduit, Mali, Malvolent, keine Ahnung, irgend so eine Legende wird es schon werden, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend bleiben, aber wir haben gerade mal noch ein bisschen über 3,5 Wochen bis zur nächsten Season. So langsam, aber sicher, wie gesagt, am 17. Oktober sollen die ersten Teaser reinwandern und spätestens da, denke ich mal, wenn dann auch die ersten Stories von The Outlands Trailer kommen, werden wir sowieso wissen, welche Legende es ist. Und wenn da irgendwo im Mittelpunkt mit unter Krypto steht und wir dann auf einmal Mila oder Mali oder wie sie auch immer heißen wird, sehen werden, dann wissen wir auch, okay, es ist nicht Conduit, sondern Mila, Mali, wie auch immer. Ich bin auf jeden Fall gespannt, verbleibe mit freundlichen Grüßen, hoffe natürlich, dass ihr auch Bock auf die Perks-Videos habt, weil da sind ein paar richtig coole Sachen dabei. Wie gesagt, 14 Legenden an der Zahl gab es zum Schluss in der mobilen Version und es gibt noch einiges nachzuholen, aber wir müssen hier trotzdem nochmal festhalten, es wird einiges sicherlich an dem Perks-System noch anders sein. Warum, weshalb? Seht ihr dann in den Folgevideos. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.